Ja, jetzt bin ich zu viel rumgeturnt. Ja, was ist denn letztendlich der Ausdruck deiner selbst? Nenn's der Fußabdruck, den du hier hinterlassen möchtest. Wenn du dir darüber eben keine Gedanken machst und einfach so durchs Leben schipperst, dann wirst du es einfach nicht erleben. Du wirst es nicht erleben, wenn du 100.000 Ängste und Ausreden hast, warum du das nicht erleben kannst. Warum kannst du es nicht erleben, was du dir wünschst? Warum kannst du es nicht erleben? An einem. Ja, warum kannst du es nicht erleben, an einem Leben teilzunehmen, das dir so gut gefällt? Warum kannst du es nicht erleben, in einem Traum aufzuwachen? Woran liegt das? Wenn alles möglich ist, wenn alles durch uns kreiert wird, dann liegt es einfach nur an der falschen Wahrnehmung. Es liegt an der falschen Ausbildung. Es liegt an dem falschen Regelwerk, das nach dem du dich noch richtest. Daran liegt es einfach. Und dieses neue Regelwerk, das musst du dir beibringen. Du musst dir beibringen, dass die Dinge möglich sind. Und es geht, du musst keine einzige Voraussetzung erfüllen, weil ich mich anders entscheiden muss, ganz genau. Und es ist wirklich nur eine Entscheidung. Aber die Entscheidung triffst du häufig nicht, weil du eben denkst. Das Lustige ist, viele denken, sie haben zu wenig Geld. Und wenn du dann mal erfährst, wie viel Geld letztendlich doch auf dem Konto ist von dieser Person, dann denkst du, was? Du glaubst, du hast zu wenig Geld? Du hast zu wenig Geld, um die Entscheidungen zu treffen, für ein Leben zu leben in Spaß? Und dann weißt du, dass es nicht am Geld liegt. Es geht niemals ums Geld. Und wir beißen uns die ganze Zeit am Geld fest. Aber das Geld ist nur eine Ausrede. Es ist eine Ausrede. Du kannst immer einen Schritt machen, wo du beweist und zeigst, was deine Marschroute ist. Aber wenn du dich nicht bewegst, wenn du dich nicht bewegst, dann wird es nicht vorwärts gehen. Es wird einfach nicht vorwärts gehen. Du musst Entscheidungen treffen. Und dann kommt dein Leben in Bewegung. Und diese Entscheidungen sind nicht aus dem logischen Verstand herauszutreffen, sondern diese Entscheidungen, die triffst du, weil du weißt, dass sie in die Richtung dich führen, in die du dich entwickeln willst, in die du dich hier ausdrücken willst. Das sind Entscheidungen, wo du Grenzen sprengst, wo du alte Muster sprengst, wo du Ketten sprengst, wo du eben ins Unbekannte springst. Und wenn du nicht diese Schritte tust oder einen Schritt vorwärts und zwei zurück, dann wirst du dich immer wieder um deinen Ausgangspunkt drehen. Aber das musst du nicht, weil du kannst alles kreieren. Du kannst dich zu der Person machen, die du richtig geil findest. Aber was für eine Person wär's denn dann? Was würde diese Person machen? Wie würde diese Person denken, fühlen und handeln? Und ich muss das halt unterwegs rauskriegen, aber ich muss mich auf den Weg machen und ich muss bereit sein, hier einen Eindruck zu hinterlassen, einen Eindruck von meinem Ausdruck.
Weil das ist das, wofür ich hier bin. Ich bin hier, nicht um für andere irgendeine Legacy zu hinterlassen. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Preise zu haben oder sonstige Auszeichnungen von anderen zu bekommen, sondern ich bin hier, um mich auszudrücken und um einen Eindruck zu hinterlassen. Eindruck, das ist eine Manifestation, um etwas zu manifestieren. Da geht es nicht um Hinterlassenschaften, da geht es nicht um Legacy, da geht es um jetzt. Jetzt geht es darum. Nicht, was irgendjemand mal über mich liest. Nicht, dass ich irgendwo aufgeführt bin. Nicht, dass mein Name irgendwo verewigt ist. Das interessiert doch gar nicht. Weil du bist jetzt hier inkarniert, manifestiert, um das Höchste und das Größte auszudrücken, was in dir wohnt. Um deine ganze verdammte Geilheit nach außen zu hauen und mit einem erhobenen Kopf durchs Leben zu marschieren und zu wissen, dass es dein Leben ist. Es ist dein Königreich. Es ist dein verdammtes Leben. Und du kannst es nicht übergeben. Es ist nicht übertragbar. Dein Leben ist nicht übertragbar. Es ist dein Leben. Und es ist deine Chance, dich in ganz wunderbaren, schönen, erfüllenden Facetten auszudrücken, zu präsentieren, zu gehen, in eine Geschichte zu gehen, die sich schön, gut nach Liebe, Fülle, weich, kuschelig, geborgen, angenommen, unterstützt und angekommen anfühlt. Jetzt! Für niemand anderen als für dich. Jetzt lebst du dein Leben für dich. Was ist so schwer daran, sich diese Erlaubnis zu geben, die immer schon Geburtsrecht war, dass du dein Leben jetzt, jeden Moment für dich lebst? Und nur das zählt, es zählt nichts anderes. Und das ist ja alles schon da für dich. Nur öffne die Schleusen. Und lasse den Ausdruck zu, lasse die Manifestation zu, lasse zu, dass sich das Ganze ausdrückt. Wie sieht denn dein Leben aus? Wie sieht es denn aus? Wie drückt es sich aus? Wie ist dein Lifestyle jetzt? Nicht wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn ich im Traumhaus wohne, wenn ich den Traumpartner habe, wenn ich mein Traumbusiness aufgebaut habe. Jetzt, das gehört doch alles dazu. Das darf doch jetzt alles schon erlebt werden und morgen wird schon wieder was anderes erlebt oder sogar schon heute Nachmittag. Du kannst doch so viel erleben. Der Moment ist wichtig. Wir wollen aber oft schon die Zukunft leben. Können wir ja. Wir leben eh die Zukunft, die Vergangenheit, wir leben das im Jetzt. Die Zukunft leben, ja. Ich lebe, ich muss doch jetzt die Zukunft leben. Ich muss sie mir jetzt vorstellen. Meine Vorstellungskraft manifestiert sich. Alles manifestiert sich durch mich. Alles entsteht in mir. Und das heißt, wenn es in mir entsteht, dass es in meiner Vorstellung ist. Es ist in meinen Gefühlen, es ist in meiner Wahrnehmung, es ist in meinen Ohren, es ist mit mir. Ohne mich gibt's keine Zukunft. Ohne mich gibt's keine Zukunft und für dich ist es in deinem Leben, ohne dich gibt's keine Zukunft. Du bist deine Zukunft. Und wann fängt denn die an, deine Zukunft? Warum fängt die denn nicht jetzt an? Frage dich, worauf du wartest
und erkenne, dass das alles fadenscheinige Bedingungen sind, weil du dir nicht erlaubst, dich komplett voll und ganz auszudrücken. Weil du immer noch Angst hast, falsch zu sein. Weil du Angst hast, von irgendwelchen von dir selbst kreierten Fata Morganas da außen zu kritisiert zu werden, an deinen Platz zurückgerufen zu werden, in deine Kleinheit zurückkatapultiert zu werden. Aber da ist niemand. Es ist da draußen niemand, außer du kreierst in dir. Und das ist dann doch auch wieder in dir. Die Angst ist in mir. Die Angst vor dem da draußen ist in mir. Die wartet nicht draußen. Die Angst ist in mir. Die Skepsis ist in mir. Die Furcht ist in mir. Die Kleinheit ist in mir. Die Kritik ist in mir. Da ist nichts da draußen. Nix. Es ist in dir. Also ist es in dir zu lösen. Und das ist ein Weg. Ich kann dir nur sagen, fang an, diesen Weg zu leben. Alles ist in dir. Die Frau, die alles hat, ist in dir. Aber du musst sie ausdrücken. Du musst sie leben. Und Ausdruck fängt auch mit Aussprache an. Ausdruck fängt mit Zeigen an. Ausdruck ist mit Demonstration. Ausdruck ist Zeichen setzen. Das ist Ausdruck. Und ich möchte jede Frau hier ansprechen, sich endlich auszudrücken. Pushed out, push dich out. Ja? Ausdruck auf Deutsch heißt Sprache, Wortwahl. Nee, das meine ich nicht. Ausdrücken, outpushen, was in mir ist, diese tolle Frau. Outpushen. Laufen durchs Leben als diese tolle Frau, die Frau, die alles hat. Und es ist mir einfach so ein Anliegen, dir zu sagen, es ist eine Reise. Es ist eine Reise, die du antrittst mit niemaligem Ende. Niemaligem Ende. Und wenn du in das Programm kommst, 10 Wochen lang, die Frau, die alles hat, wirst du diese Reise antreten. Du wirst anfangen, dich auszudrücken, dich kennenzulernen, dich lieben zu lernen, zu wissen, dass alles in dir entsteht, dass du der einzige Gott und Schöpfer bist auf dieser Erde, in diesem Weltall, in deinem Universum, dass da kein Gott neben dir herrscht und dass du anfängst, auf deinem Thron zu sitzen, dich auszudrücken, deinen Willen zu sprechen, dein Wort zu sprechen, deine Anliegen zu sprechen und deine Anliegen einzugestehen und dann für dich hinter dir zu stehen, dieses Leben zu leben, das du dir wünschst. Das passiert in diesem Programm. Auspushen tust es ohnehin, aber was? Ja, deine Wahrheit auspushen. Auspushen, was du wirklich bist. Outpushen, was du erleben möchtest. Und darum geht's und darum darf man nicht mehr warten und darum darf man sich auch keine Einschränkungen auferlegen und darum muss man sich einen Weg suchen, in dem ich mir erlauben kann, mich outzupushen, mich auszudrücken, mich auszuleben. Ja, ausleben hat ja auch wieder so eine negative Bedeutung bei uns. So, oh, der musste sich mal ausleben, bevor er sich wieder ins System eingefügt hat. What? Nein, ich bin hier, um mich auszuleben. Komplett jeden Tag lebe ich mich aus. Und ich drücke mich aus. Und es gibt nichts, was mir einen Rahmen bietet, außer ich selber. Ich kreiere alles selber, alles. Jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Moment. Ich kann dich nur erinnern. In dir wohnt die Frau, die alles hat. Die Frau, die alles möglich macht, wohnt in dir. Die Frau, die alles erlebt. Die Frau, die unabhängig, frei, einfach aus dem Nichts heraus alles kreiert, was sie haben möchte. Weil sie weiß, dass es möglich ist. Weil sie weiß, sie muss keine Bedingungen erfüllen. Sie muss nicht schöner, schlauer, geliebter,
bedeutsamer, mehr Karriere haben, mehr Promotion oder wie heißt es, Beförderungen im Job. Nein, nichts von dem musst du haben. Du musst einfach nur dich haben. Dich. Und dich komplett dem hingehen, was du wirklich bist. Und deswegen, die Frau, die alles hat, ist genau das Programm. Und da hakt es auch oft, da zieht's. Und da sind Glaubenssätze und da sind Überzeugungen. Und dann wird dort hingeschaut und dann wird dort Veränderungen eingeleitet. Dann werden Zeichen gesetzt. Und nur so geht der Weg. Und ich wünsche mir sehr, dass du diesen Weg für dich gehst. Dass du dich entweder von einer meiner wunderbaren Mentorinnen begleiten lässt oder die Chance nützt, eine 1:1 Begleitung mit mir zu bekommen. Am Samstag ist mein Geburtstag. Bis dahin gilt das Angebot für die 1:1 Begleitung mit mir. Bis dahin gilt das Angebot, wenn du eine andere Mentorin außer mir wählst, dass du 1:1 ein Gespräch von mir dabei hast. Aber das gilt genau bis am Samstag. Wenn du bis am Samstag buchst, dann kannst du davon profitieren. Und danach ist 1:1 in diesem Preisniveau mit mir sowieso vorbei. Und meine Mentorinnen wachsen und wachsen und die Preise wachsen und wachsen. Einfach weil es Gesetz ist, einfach weil es so funktioniert. Weil Leben so funktioniert, weil Kreation so funktioniert. Ich wachse. Mein Wertbewusstsein wächst. Meine Kreationen werden größer. Und so sollte das bei dir auch sein. So sollte es bei dir auch sein. Du solltest spüren, dass du alles in dir vereinst und alles hast und nichts zurückhalten musst, nichts sparen musst. Nichts zur Seite legen musst, weil du in einem unendlichen Flow lebst, wenn du endlich diese Staudämme, diese Panzerketten, diese Panzertüren öffnest und dich hinstellst und sagst, hallo Leben, hier bin ich, in meinem höchsten, schönsten, wunderbarsten und perfektesten Ausdruck. Ohne Einschränkung. Und so läufst du jeden Schritt. Egal, was gerade passiert. Egal, was passiert. Du darfst das doch tun. Warum denn nicht? Weil dir einer mal gesagt hat, dass du nicht gut genug bist. Weil dir einer mal gesagt hat, dass du was falsch gemacht hast. Weil dir einer mal gesagt hat, dass du nicht liebenswert bist. Weil dir einer mal gesagt hat, dass er mit dir nichts mehr zu tun haben will. Weil dir einer mal gesagt hat, dass du Dinge falsch gemacht hast. Deswegen? Nein. Das sind alles Lügen. Du bist groß. Großartig. Du musst dich nicht mal was trauen, sondern du musst nur das sein, was du wirklich bist. Diese göttliche Wahrheit, diese göttliche Essenz und nicht dein kleines Hirnilein. So, ihr Lieben, jetzt gehe ich mal da in den Pool und nachher gehen wir an den Strand. Und dann gibt es heute Abend wieder ein wunderbares Abendessen hier, denn gestern war es noch ausgebucht. Heute konnten wir eine Nacht verlängern. Ach, was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Ist es denn ein Wunder? Nein. Ich habe mich ganz klar entschieden, dass ich noch eine Nacht hier bleiben will. Mit dieser Klarheit der Entscheidung bin ich an die Rezeption gegangen. Dann hat sie gesagt, wir sind ausgebucht. Und ich so, ausgebucht? Ich nur gedacht, Sie müssen das Zimmer wechseln. Macht nichts. Ja, packen Sie alles zusammen. Wir tun dann einfach, dass Ihre Sachen von dem einen Zimmer ins andere. Ist doch klar, ist doch logisch. Wenn ich hier bleiben will, interessiert mich das nicht, dass mir gestern eine gesagt hat, dass es ausgebucht ist. Und wenn es dann heute früh immer noch ausgebucht gewesen wäre, dann weiß ich, dass ich nicht 100% entschieden war, dass ich bleiben will. So einfach. Wenn ich will, dann ist es möglich. Wenn ich nicht will, ist es nicht möglich. So ist es bei allem.
Also macht euch das doch möglich, das zu wollen, was ihr wollt. Macht es euch möglich, möglich, möglich und steht da in eurer ganzen Schönheit und Größe. Und jetzt sitzt du da und sagst, ja, aber was ist an dir so besonders? Was ist an dir so schön? Was ist an dir so groß? Eben nichts, das ist ja der Witz. Eben gar nichts. Nichts, was du nicht hast. Nichts, was an dir nicht auch so wäre. Weil es auf das überhaupt nicht drauf ankommt. Es kommt auf deine innere Welt an. Und meine innere Welt ist stetig am Wachsen, weil ich sie wachsen lassen will, weil ich will, dass sie riesig wird. Genau, so geht's. Und so geht's übrigens mit allem. So geht's mit allem. Du musst nur die klare, klare Entscheidung treffen. Und meine klare Entscheidung steht auch fest. Jetzt habe ich mich mal klar gesund und fit gemacht, vital. Jetzt habe ich die nächste klare Entscheidung getroffen, dass ich reich bin und dass ich einen wunderbaren Partner an meiner Seite habe. You watch me. Es ist das, was ich will. Und das wird kommen. Warum nicht? So ist es bei dir eben auch, aber du musst dich klar entscheiden. Was willst du haben? Was willst du erleben? Okay, also bis dann. Tschüssi.